Kann eine Frau die 6 Tage von Schawal fasten und ihre verpassten Tage aus Ramadan erst danach? Es gibt zwei Ansichten von den Gelehrten diesbezüglich. Manche Gelehrten sagen, die Frau darf die 6 Tage von Schawal fasten, mit der Absicht auch die Tage von Ramadan nachzuholen. Angenommen, die Frau muss 7 Tage von Ramadan nachholen. Dann macht sie die beiden Absichten für Ramadan und für die 6 Tage von Schawal und fastet sie. Das sagen einige Gelehrten. Die anderen sagen nein. Und eigentlich nein ist das Richtige. Warum? Pass auf. Fasten ist eine Pflicht, die nur für den Tag ist. Du kannst nicht jetzt sagen, heute sind wir Montag, oder? Kann ich heute die Absicht vom Montag auch fa fasten? Sagen wir nein, du fastest doch Pflicht Ramadan. Okay, warum? Weil diesen Tag ist geeignet nur für einen Fastentag in Ramadan. Dies nennt man Wajibun Mudayyak. Wajibun Mudayyak. Eine Pflicht, die eng ist, die bestimmt ist für diesen Tag. Und jetzt, Nachholtage von Ramadan ist genau wie Ramadan. Kann ich jetzt sagen, ich mache Shawwal und Ramadan-Tag? Nein, weil du nachholst. Deshalb die 6 Tage von Shawwal extra und die Tage von Ramadan, Nachhol-Ramadan-Tage extra. Wallahu ta'ala. Mit was fängt man an? Mit welchen Tagen? Manche sagen, natürlich erstmal Ramadan und dann Shawwal. Aber du kannst Shawwal machen. Und dann später Ramadan, laut Überlieferung von Aisha. Sie haben keine Zeit gehabt, die Tage nachzuholen, außer in Schaban. Wallahu ta'ala ala wa'alam.